Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales. Hallo. Und das letzte Mal hatten wir, glaube ich, hier den Durchgang gefunden und können den jetzt betrachten. Die Leiter führt ins Dunkel und da oben wird der Schacht nochmal schmal. Wir sind zumindest schon mal so weit raufgekommen und können jetzt sogar noch weiter rauf. Genau. Ab. Kletter, Wilbur, kletter. Weil außer Wilbur kommt auch keiner rauf. Die anderen sind alle ein bisschen groß. Hat nämlich auch Vorteile, wenn man klein ist. Ja. Hi, Ivo. Wilbur. Ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Das hier. Ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Ich muss weiter. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Wie achtlos er den da runterschmeißt. Oh, flop, fang einfach. So, was haben wir denn hier jetzt oben noch? Eine Steintafel. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht. Und hier ist wichtig. Mitnehmen. Okay, und wieder runter. Jetzt müssen wir irgendwie die richtigen Symbole an der Wand einstellen, ne? Genau. Betrachten. Damit der Nate auch mal eine Chance hat, draufzukommen. Auf den Steinringen sind dieselben Symbole, wie sie hier überall zu finden sind. Ich überlasse das lieber Ivo. Die kennt sich damit schon aus. Na gut, also Ivo macht das. Wo ist Nate eigentlich gerade? Ganz unten. Ach, der muss noch hochkommen irgendwie. Mhm. Und dafür brauchen wir jetzt die Symbole, ja. Richtig? Mhm. Na gut. Dann gebe ich aber mal Ivo das, die Steintafel. Weil die müsst ihr jetzt einstellen, ne? Genau. Oder zeigen? Kann ich nicht Schau einfach geben. Schau mal, Ivo, ich habe eine Steintafel mit Symbolen. Die Frage ist immer noch, wo hat Ivo diesen Kristall hingesteckt? Zeig mal her. Ja, siehst nicht, dass rechts jetzt ausgeladener ist als links? Ich glaube, genau danach habe ich gesucht. Ganz klar. Danke. Wir sind ein gutes Team. Wo du so sagst, fällt mir auch nicht auf. Übermütig werden. Das kann man da ganz gut verstecken, weil die Leute da nicht so gerne hingucken. Oder halt schon, aber dann abgelenkt sind und nicht drauf achten. Richtig. Okay, ich habe die Steintafel jetzt hier. Ja, dann stelle ich doch mal ein. Das erste Symbol. Sieht richtig aus. Also die erste Symbolfolge hier. Ja, Knopf drücken. Das klang so, als hätte sich wieder etwas getan. Okay, dann gucken wir mal, was Nate jetzt machen kann. Untersuche den Knopf. Ist ja irgendwie in so ein Giebel. Die Figur hat sich geöffnet. Da drin ist sowas wie ein Schalter. Benutzern. Muss anfassen. Okay. Und? Was ist jetzt? Nichts. Also doch, Wasser. Nein, jetzt. Jetzt fährt hier eine Plattform nach unten. Warum wollte Nate da jetzt nicht drauf? Ich habe halt betreten geklickt und er hat sich davor gestellt und geguckt, wie sie nach oben fährt. Weil du zu spät warst wahrscheinlich. Ja, kann sein. Dafür, der Aufzug scheint zu funktionieren. Passt schon. Ja. Aber durch die Öffnung an der Seite kam er nicht durch, ne? Das heißt, ich müsste jetzt vermutlich... Ja, durch diese kleine Luke kann... Oder genau. Welche meinst du? Ja, die kleine da links, da kommt er nicht durch. Die rechts doch auch nicht, oder? Doch, durch die eine müsste durch, oder? Kommt er da nicht durch? Kein Interesse. Da ist nichts. Das sehe ich auch von hier aus. Da will er nicht durch. Oh, da ist ein Gang. Den können wir betrachten. Vielleicht geht er da durch. Dieser Gang war vorher noch nicht da. Nein, da kann er nicht durch. Da kann Wilbur aber durch. Leider hat er wieder nur Gnomengröße. Na dann. Auf zu Wilbur. Er kann sich ja jetzt hier relativ frei bewegen. Er ist ja so klein. Aus Versehen in den Nachbarraum gegangen. Passiert.
bin's gewohnt, dass ich mit WASD die Kamera halt links und rechts bewegen kann. Kann ich aber hier nicht. Mhm. Na gut, gehen wir einfach wieder zu Nedf. Da. Durch. Und den Gang betrachten. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Wenn Wilbur schon durch die Luke krabbelt, dann kommt Nate durch. Aha, hier bin ich also. Ist da noch ein Kristall? Ja, du kannst ausgleichen, ja. Ivo. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Hervorragend. Okay, jetzt gibt's hier wieder nur verlassen als Option. Ja, da oben war, glaube ich, nichts mehr. Also, das müssen wir nur noch. Eigentlich brauchen wir Nate nicht da rausholen, oder? Der kann da jetzt einfach sitzen bleiben. Passt schon. Genau. Ne, wir haben ja noch zwei Symbole, die wir einstellen können. Die können bestimmt noch irgendwas Cooles tun. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was noch passiert. Du kannst es auch ruhig sagen, wir versuchen ja hier nicht irgendwie viel zu rätseln. Ich meine, unten das konnte man irgendwie unter Wasser setzen. Also den Teil, wo dieses Wasserrad auch drin ist. Also erstmal kann man das irgendwie mit irgendeiner Kombination da dieses Metalldings vorweg machen. Wahrscheinlich mit der nächsten. Ich probiere jetzt einfach die nächste aus, dann sehen wir, was passiert. Genau, und dann kann man das, glaube ich, irgendwo unter Wasser setzen. Also Nate kann da reingehen, dann irgendwie die Tür zumachen und das unter Wasser setzen. Und dann kann der da eben hoch schwimmen, weil er von unten nicht an die Leiter da rankommt. Okay, das war das. Okay. Das heißt, wir möchten Nate jetzt nach unten bewegen? Mhm. Ich glaube schon. Kreativer Tipp meinerseits. Doch. Mehr als sterben können sie nicht. Und nicht mal das so wirklich. Darüber hat sich der Tod ja bitterlich hangt, also. Eben. Okay, kann er jetzt das Rad benutzen, wo es nicht mehr gesperrt ist? Das könnte man zumindest jetzt ausprobieren, ja. Tür zu. Genau, Tür zu. Gut, und jetzt muss man die nächste Kombination. Genau. Genau. Wir ergänzen uns so herrlich. Ja. Wir sind fröhliche Menschen und schmunzeln gerne mal. Man lacht nicht über das Mistgeschick, ja. Missgeschick anderer Leute. Das Interessante ist, da wir Deutschen doch das Wort Schadenfreude erst erfunden haben. Gibt's in vielen anderen Sprachen gar nicht. Kalt. Nass. Ja. Ja, das glaube, englische Wort für Schadenfreude ist Schadenfreude. Nice. So wie Kindergarten. Kindergarten oder Rucksack. Oder Gesundheit. Wobei, da gibt es wenigstens noch Rescue, ne? Aber so als... Aber ich habe mir sagen lassen, Gesundheit wäre auch sehr als dieselbe Aussage das, verwendet. Kennt man jedenfalls. Ja. So wie verkackt. Was? Das Wort verkackt kommt im Original aus dem Jiddischen. Weswegen das halt im Englischen durchaus auch ein Wort ist, was erkannt wird. Halt so als dieses verkackte Auto oder dieser verkackte Teppich oder sowas. Die sprechen es halt verkackt oder so aus, aber dasselbe. Okay. Das ändert sich. Ich setze jetzt einfach mal hier die Kristalle ein, kann ja nicht schaden, ne? Danach, aha. Darfst du entscheiden, glaube ich. Entscheiden in einem Adventure-Spiel, glaube ich nicht. Doch, du hast die Wahl. Das gleiche wie drüben. Okay, dann betrachten es wir. Es ist ja so, dass da drei Tore sind und dass man, dass diese drei Kristalle gleichzeitig berührt oder gedrückt werden müssen. Na gut, berühren wir mal einfach mal den ersten. Und je nachdem, wer in der Mitte steht. Wow, das
geht eben durch das Tor und tut das, was dahinter kommt. Das kannst du aber aussuchen, mit wem von den dreien du das machst. Die anderen bleiben halt draußen. Ja, ich erinnere mich. Ich schicke jetzt halt einfach erstmal alle drei rein. Hast du irgendeine Präferenz, wen ich nehmen soll? Nö, ich glaube, ich habe zuletzt Ivo genommen. Na gut, dann kennst du die Lösung noch am besten, dann nehmen wir die. Dann bist du schuld, wenn wir nicht weiterkommen. Ist mir ganz recht. Na gut. Hauptsache Entschuldigung gefunden, hervorragend. Jo. Ist doch der Sinn einer Gruppe, oder? Endlich geht es weiter. Nämlich Teamwork, toll. Ein anderer macht's, ne? Das war doch die Bedeutung von Team. Genau. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Ach Nate, so ein Charmeur. Oh ja. Na, Ivo wird durchgehen. Nehmen wir doch die mit der besten Qualität für das Durchgehen, oder? Sie ist sexy. Von der anderen Seite zu öffnen. Weiß ja nie, ob man es mal brauchen kann. Viel Glück. Für ein Let's Play ist das doch mal ein Kriterium, oder? Eben, ist ja Zuschauer anlocken. Mit weit rausgesoomten Bildern von bekleideten Elfen. Also los. Je früher ich den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen. Ja, dann gucken wir doch erstmal, was hier so alles ist. Erstmal muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne. Ja, da mache ich doch schon. Weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat, denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Ja, dieses Paddel ist wichtig. Natürlich, ich nehme alles mit. Das Problem ist, ich kriege nicht mit, dass du es schon gemacht hast, aber... Aber so schlimm ist der Versatz jetzt nicht. Nee, aber wenn ich dir im selben Moment sage, dass du das tun sollst, ist es halt trotzdem, ich hab's dann noch nicht mitbekommen. Nee, schwere Eisenstangen sind nicht gerade die Waffen einer Lady. Okay, betrachte das Ruderboot mit dem Skelett. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Oder der arme Kerl ist als Schatzsucher hierher gekommen und bleibt nun als atmosphärische Deko. Okay, Steinchen. Steinchen könnten auch helfen. Man weiß es halt nicht. Einige kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Ich denke mal, dass hier zum Beispiel die Eisenstange von den anderen vielleicht hätte verwendet werden können, weil Ivo wollte es ja nicht aufheben. Die Eisenstange hätte Nate nehmen können, glaube ich. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... Um diese Tür damit aufzustemmen oder so. Irgendwie so waren die Lösung. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verwendet. Weiß ich nicht, wenn ich es selber machen können. Da glänzt etwas. Ich kann doch irgendwie da hochspringen und durchklettern oder irgendwie sowas. Ölsardin hat die Zeit überstanden. Das kann Ivo machen. Was ist das? Aber Wilbur ist zu klein dafür. Eine Steinscheibe. Na gut, dann betrachten wir einfach mal den Rest der Sachen. Hier wäre eine Halterung. Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genauso aus wie die Kristallhalterungen drüben im anderen Raum. Ob ich da die Steinscheibe einsetzen kann? Offensichtlich nicht. Auch wenn ich die Kristalle einsetze, könnte ich sie allein nicht beide gleichzeitig berühren. Die Zangen liegen zu weit voneinander entfernt. Na gut, betrachte das Tor. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt des Schicksals. Man fragt sich, ob die Figur schon immer da war und man deswegen den Tempel gebaut hat, oder ob sie nachträglich als monströses Prunkstück in den Fels geschlagen wurde. Ja, das fragt man sich wohl. Irgendwo dort muss das Artefakt verborgen sein. Ich kann seine Nähe geradezu spüren. Es ruft mich. Aber ich wünschte, es wäre niemals in diese Welt gekommen. Okay, die Schale ist durchsucht. Na gut. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, nur noch die Tür angucken. Irgendwie müssen wir hier in die Kammer rein.
Was immer hinter dem Steintor liegt, dürfte mir weiterhelfen. Es sieht so aus, als würde der Mechanismus der Eingangstür von dort aus gesteuert. Steinscheibe? Nein. Du kannst einfach durch den Schacht oben drüber klettern. Oder vielleicht dient sie zu einfach. Der Entschuldigung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Ich will jetzt mit dem Paddel und den Steinchen eine Leiter bauen und dann die Ölsardinen per Katapult. Moment, meine einfach reingehen. Ist okay. Das erwartet die Ölsardinen man halt nicht, das dass Katapult das so brauchst du halt noch. Ja, das ist halt anders, wenn du das mit Wilbur oder Nate machst. Aber ich habe das bisher auch nur mit Ivo gemacht, glaube ich. Okay, drücke den Knopf. Das wird wohl nichts tun. Meistens nicht. Nichts. Vermutlich muss die Maschine laufen, damit sich etwas tut. Eben. Am Rad drehen. Wir könnten noch am Rad drehen. Ausgezeichnet. Ja. Das wäre ein super Plan. Tür auf. Immerhin. Ja. Maschine betrachten. Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Schubladen. Ja, ist ja gut. Okay. Aha, eine Steinscheibe. Oh, noch eine. Was haben wir hier? Ein Zylinder. Ein abgerundeter Zylinder. Ein ordentlicher Mensch, aber der hat sich Schublade auch offen lassen. Aus einer kleinen Luke. Nein. Na gut. Überraschend. Tür hinter sich wird zugemacht. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen das bewundert werden. Das sieht so aus, als könnte man da zwei Steinscheiben drauflegen. Macht fast den Eindruck. Passt perfekt. Ich glaube, Ivo hat echt viel Luft im BH, dass da so viel Zeug reinpasst. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso wie der Schaft in der Mitte. Das ist so wie Hermines Handtasche. Da geht einfach alles Mögliche rein. Was steht auf dem Schild? Gnome-Tech Tempel-Kontrollsystem 1000. Das erklärt einiges. Okay, und hier ist eine Vorrichtung. Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist eine Rohrpost, ne? Aber den Zylinder können wir noch nicht reintun. Nee, oder? Wir müssen erst die Maschine zum Laufen bringen. Für die Maschine zum Laufen bringen musst du den mit den Steinscheiben spielen. Also schön. Was haben wir hier? Das andere kommt alles erst, wenn du die Tür aufgemacht hast. Anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Das hat so ein bisschen was von diesem Spiel, wie heißt das, Mastermind, wo du irgendwie so vier so unterschiedlich farbige Bügel hinter irgendwas versteckst und das unten zeigt dir immer an, wie viele richtig sind und wie viele falsch. Also du kannst die Scheiben jetzt irgendwie drehen. Dann. Ne? Ach, dann klicke ich in die Mitte. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Unterscheidet das dich zwischen richtigen und richtigen an der richtigen Stelle oder so? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber du kannst es ja mal ausprobieren. Wenn du jetzt die ersten beiden Ringe gedreht hast, Ich drehe jetzt, also ich glaube, dass die ersten beiden Lichter bedeuten, die ersten beiden könnten richtig sein. Jetzt drehe ich die unteren beiden. Okay, das erste ist grün geworden. Gut, das ist natürlich unvorteilhaft. Stimmt, das war so, dass eins jetzt richtig ist und zwei potenziell richtig waren. Okay. Genau, das sagt mir, gelb bedeutet, ich habe das richtige Symbol und grün ist es auch an der richtigen Stelle. Ich glaube, der Stern hier unten ist richtig. Ich drehe den Stern mal weg, jetzt müsste eins von den grünen Lichtern weggehen. Ja. Aber es ist halt das Licht ist jetzt gelb geworden, weil ich immer noch einen Stern habe, der ist halt nur in der falschen Position. Das heißt, hier unten ist der Stern richtig. Das heißt, hier oben kann schon mal kein Stern hin. Ja, wie gesagt, bei diesem Spiel, ich glaube, es heißt Mastermind, oder? Ja, also ich kenne das auch, was du meinst. So, jetzt habe ich zum Glück schon mal drei richtig und an der richtigen Stelle.
Ich klicke mal den oberen einen weiter und gucke, ob sich jetzt was... Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Na, man kann doch Glück haben, ne? So, können wir jetzt die Rohrpostzünder reinschieben? Versuchen wir es. Ja, es bringt noch nicht viel. Natürlich kannst du. Und weg damit. Kannst auch schon mal die Ölsardinen auf den Boden verteilen. Das gesamte System nicht mehr in gutem Zustand. Gar nicht. Ich dachte, ich bräuchte irgendeinen Öffner oder. Nee, die ist so eine. Ölsardinen. Die einfach aufmachen. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum, dass man sie noch essen kann. Oder will. Eine ziemlich alte. Wie soll ich die machst du sie auch noch nicht auf. Weil man es noch nicht tun soll. Oder okay. So. Dann drück erstmal den Knopf. Drück den Knopf hier. Sputter. Ich glaube, das war's. Du musst versuchen, gell? Ach, jetzt können die anderen beiden rein, oder wie? Genau. Aha. Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Theoretisch zumindest. Kommt rein, ihr beiden. Ach stimmt, die waren nicht mehr da, ne? Doch, doch. Die warten vor der Tür. Die kommen nicht reingestürmt. Die haben sich halt draußen noch hingelegt zum Nickerchen. So. Macht Sinn. Wo sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? Ja, wieso okay, sollte man auch vor der Tür warten? Man weiß ja auch nicht, wie lange die da drin braucht. Ne? Frauen sind ja auch nicht so besonders schnell. Ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Wenn sich Ivo noch die Haare machen muss oder so, sind die beiden vielleicht einfach inzwischen verhungert. Während sie sich hier drinnen über abgelaufene Ölsardinen. Es bringt dir nichts, wieder reinzugehen, aber du kennst es natürlich. Ich dachte, ich könnte hier weitermachen. Ja, versuch das. Ist okay. Mach das ruhig. Nein. Jetzt geh ich auch. Nein. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt geh ich. Denk ich halt raus. Soll das? Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen. Wir werden noch unseren Spaß mit dir haben. Ich glaube, es geht storymäßig einfach sonst nicht mehr. Ja, ich sehe schon. Was ist mit Ivo? Psst, sie wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Ja, dann gehen wir hier wohl mal raus, ne? Können wir draußen irgendwie die Leute befreien, nehme ich an. Oder ist das auch schon wieder falsch? Nein, du darfst auch die Angel, glaube ich. Ja. Ich sag nur, ich glaube, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ne, dann hole ich jetzt die Angel. Das ist meine selbst zusammengebaute. Du wolltest ihn nur noch mal beim Rüberschwingen zu gucken. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Ja, du nicht? Doch, klar. So sportlich und elegant und cool animiert, wie das ist. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Okay. Also mit anderen Worten, der Troll ist strohdumm. Und dann reden wir doch mal mit unseren Gefangenen. Die oder betrachten sehen sie unverletzt erst aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Ja. Ich kann hier nicht weg. Eine Sprechenoption. Die beiden sehen unverletzt. Wenn ich halt Leertaste drücke, ist die Sprechenoption da. Aber dann halt auch wieder nicht. Dann muss man die richtige Stelle treffen, dann ist sie auch da. Sicher? Ich
Suchst du gerade die richtige Stelle? Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Hm, vielleicht zumindest auch nicht. Wenn er so dasteht. Dann betrachte doch erstmal den Troll. Hab ich. Der Troll würde mich sehen. Ja, wird nichts zu gesagt. Dort geht es etliche Meter steil nach unten. Und selbst ich hatte Probleme, die Klippe wieder hochzuklettern. Vielleicht können wir den Troll ja irgendwie die Treppe runter bewegen. Die beiden sehen Nur reden kann ich immer noch nicht mit den beiden. Steine werfen? Ein Versuch werfen? Nö, ich kann keine Steine werfen. Paddeln? Nö. Eine ziemlich Sardinen aufmachen. Will Sardinen schmeißen. Nee, für was anderes auch nicht. Vielleicht musst du doch erstmal kurz. Also, hier scheint jetzt gerade halt irgendwie nichts zu gehen. Und dann kannst du die Angel irgendwie mit. Also, ich habe jetzt gerade die Angel einmal versucht. Probieren wir es nochmal aus. Nö, wird halt nichts angeboten. Hm. Dann muss ich wieder reingehen. Also wenn ich halt Leertaste drücke, steht da, dass da Gesprächsoptionen sind mit Ned und Vilgor, aber ich kann ja nirgendwo klicken, gesehen, um die zu aktivieren. Deswegen gucken wir doch erstmal, ob wir... Mussten wir nicht der Munkus irgendwie einsperren oder so? Hm. Ja, aber schon, hey, ja. Das ist sowas wie ein Rätsel. Können wir ja jetzt getrost mal tun. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun öffne dich! Beeindruckend. Ich befehle dir, öffne dich! Nicht mal Sesam, öffne dich, sondern du öffne dich. Richtig lang. Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich habe doch eine furchtbar nervige Stimme, ne? Betrachten wir mal Munkus. Ich werde Munk dich dem kleinen zerstören. Kerl mit dem hohen Blutdruck halte ich dich mich lieber fern. Und deine ganze Familie. Können wir von hier drinnen irgendwas machen jetzt? Ja. Ah, den Boden Vielleicht betrachten. Vielleicht kann ich den Hexer hier reinlocken und ihn irgendwie überwältigen. Mhm. Nur wie? Und die Öl dahin müssen. Aha, schmiere den Boden mit Öl ein. Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Und jetzt den Rohrpostzylinder einschleusen. Nein, das kommt zuletzt. Nee. Obwohl, reinlegen hat sie, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob sie den direkt feuert. Ja. Also gehen wir jetzt Munkus locken. Oder brauchen wir noch die Steinchen? Du brauchst noch das Paddel. Ah. Könnte passen. Für den Paddelomat. Mein Spankomat 1000 funktioniert. Spankomat. Und dürfte ziemlich wehtun. Bekommt man das auch nicht? So hat sie es genannt. Na gut. Ich wusste, es war irgendwas mit Omat. Ich werde. Ich glaube, du kannst die Schublade verstören. Noch rausziehen. Oh. Na gut. Bin mir nicht so sicher. Kann ja nicht schaden. Kann man zumindest drüber stolpern, also im Zweifelsfall. Ein bisschen Chaos ist immer gut. Ich werde dich zerstören. Genau. Und dann Munkus mit Steinchen beschmeißen, oder? Und deine ganze Familie. Hihi. Was zum? Jetzt die Rohrpost. Der lässt sich aber auch leicht ausnocken. Mhm. Erfolgreich. Okay, so viel dazu.
Menü. Rätsel-Jingle und so. Okay, jetzt haben wir weniger Gegenstände. Gucken wir mal, ob Munkus irgendwas Neues da reingetan hat, was uns helfen könnte. Was hat Munkus hier? In der Tat, er hat ja irgendwas da reingeschmissen. Ein Spiegel? Den nehme ich mit. Binde Spiegel an Angel? Mach mir noch. Wird aber, glaube ich, funktionieren, oder? Oder man kann ihn mit dem Spiegel einfach ablenken. Den Troll, meine ich. Ja, also auf jeden Fall müssen wir uns jetzt um den Troll kümmern. Ich schwinge mal rüber. Und ab nach draußen. So. Aber, was wir mit dem Troll machen, sehen wir erst beim nächsten Mal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss.